geschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Soltan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Ja, ist klar. Darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte: Ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht den Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Okay, was jetzt so schlimm daran ist, wenn man Schwarzsauer serviert bekommt, vor allem was das ist, weiß jetzt nicht, aber ich werde es für euch recherchieren und ich weiß nicht, vielleicht erwähnt es in einem späteren Teil oder wir schreiben es einfach unten drunter. Und wenn es jemand vor mir rauskriegt, darf was gerne in die Kommentare posten und sich klug fühlen, weil ich weiß es nicht. So. Und seit wann jetzt Rittersporn ein Spitzel für den Geheimdienst ist, würde mich auch interessieren. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes. Komm schon, Geralt. Der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Kaiser M hier ist übrigens der Chef von Nilfgaard. Also diesem Riesenreich, das schon mehrmals versucht hat, den Norden zu schlucken. So, Soltan, warum hast du dich in Skoyatel angeschlossen? Toredo sagt, du willst es mit den Skoyatel. Stimmt das, Soltan? Du kennst mich doch, Geralt. Ich habe in meinem Leben schon dies und das getan. Aber ein Bandit bin ich nicht. Die Skoyatel halten sich auch nicht für Banditen, wie wir wissen. Aber ich bin kein Skoyatel. So, und darf jetzt Triss die ganze Story nochmal runterbeten. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Na, das läuft ja super. Anscheinend scheint das ganze Konstrukt Temerien in sich zusammenzubrechen, wenn man nicht schnell einen Chef findet, einen neuen. Ja, und die Zauberer? Was haben die Zauberer eigentlich damit zu tun? Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Waren nicht eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. So, ja, gab es Ergebnisse? Wurde ja gerade gesagt, dass es nichts gab. Aber vielleicht erfahren wir Näheres. War es wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Voltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht.
Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist, eine Zauberin. Irgendwie habe ich hier gerade das Gefühl, dass die einzigen Nutznießer aus dieser ganzen scheiße, schlechten Situation Zauberer sind. Die haben jetzt nämlich zum einen verhindert, anscheinend hinter den Kulissen, dass ein neuer Herrscher gekrönt wird. Das heißt, das Interregnum bleibt bestehen, dieser Chaos ist da. Und der einzige Mann, der jetzt wirklich Macht hat, ist dieser Johann Natalis. Und der steht bei einer Zauberin, zumindest der Bank der Zauberin, verdammt hoch in der Kreide. Und wenn jetzt, ja, und wahrscheinlich könnte sie, wenn sie die Schulden zurück verlangen würde, Natalis nicht mehr die Armee unterhalten oder sonst was. Ich glaube wirklich, dass hier die Zauberer einen extremen Nutzen daraus ziehen. Naja, Schluss mit der Politik. Schluss jetzt mit Politik. Foltest ist tot. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte, und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvet Skoyatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Deine Mutter. Nein. Da wirft jemand Zauber. So. Anscheinend gibt's jetzt fette Action. Hexerarbeit. Dafür sind wir da. Oh. Na Junge, mach, dass du wegkommst. Warum haben die alle keine Hosen an? Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Ich muss es aber wirklich sagen, diese Tussel da, die andere Zauberin hat sich jetzt auch ziemlich Zeit gelassen. Naja, wir eigentlich auch. Also das Ungeheuer. Was ist denn passiert? Ich kam nach Flotsam, um den Kairan zu töten. Den Kairan? Das Ungeheuer, das den Hafen blockiert. Wir hatten soeben das Glück, ihn in seiner ganzen Schönheit zu bewundern. Aber die Leute haben ihn verschreckt. Glück? Hörst du, Sosek? Du hattest Glück. Und wie kommt das Ungeheuer plötzlich in den Hafen? Vielleicht hat es die Hexe herbeigerufen. Um es in seiner ganzen Schönheit zu bewundern? Im Ernst, ich kann diese Menschen nicht ernst nehmen, wenn sie keine Hosen tragen. Ist ja schrecklich. Naja, schafft diesen Typen mal hier weg. Die sollen sich um den kümmern. Sosek sieht nicht gerade rosig aus. Schafft ihn hier weg. Willst wohl deine schwarze Magie an mir ausprobieren? Los, Jungs, treten wir dem Kerl in den Arsch. Wie? Das hat jetzt nicht funktioniert. Willst du mich verarschen? Oh, na gut, gehen wir dem noch aufs Fressbrett.
Ey, am Zipfel ziehen ist nicht cool. So, komm. Noch einen, dann bist du weg wahrscheinlich. Und... Plötzlich trägt er wieder eine Hose. Die Welt ist seltsam. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden. Einer scheußlichen Bestie. Tintenfass vor der Brust. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Ich kann ihn nicht leiden. Ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stock Quartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Ohne Scheiß, ich kann die beide nicht leiten. Ich weiß nicht, irgendwie... Die hat ja regelrecht gewartet, bis es den einen erwischt hat, ehe sie ihn weggezaubert hat. Und sie scheint es gar nicht zu kümmern, dass dort jemand verletzt worden ist. Die andere, also die Triss auch nicht. Naja, die ist ja eh unnütz wie nichts. Naja. Da muss doch der Puff drin sein. Guck mir später nach. Was jetzt? Jetzt würde ich mal sagen, machen wir eine Aufnahmepause. Ha! Das ist jetzt ein guter Punkt. Wir haben nochmal über andere Leute abgelästert, auch wenn sie nur virtuell sind. Dann nochmal ein schönes Szenario auf das Hafenbecken von Flotsam. Hiermit verabschiede ich mich, Silenzium15, auf dem Kanal FennecRP. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao und bis zum nächsten Mal.